Ich brauche wieder 2 Glowstone, 2 Redstone, 2 Lapis und 2 von diesem wunderschönen Reinforced Metall. Da könntest du ja mal welche herstellen. Blöde Frage. Wie kriegt man Sludge? Welches? Von Industrial Foregoing. Gute Frage, nächste Frage. Ja, das war ja mal, Olaf hatte ja gemeint, woher hast du bitte Sludge gehabt? Das war genau das Thema. Ja, SLU. Das Ludge. Was? Achso. Hä? Premium, nicht nur Medium. Das mache ich wie? Wie das denn schon wieder her? Ich hasse es, ich habe nicht gefragt. Ja gut, die Quest, die ich wollte, davon da kommen wir auch ohne den Fluid Extractor nicht weiter. Was bedeutet, und der braucht ja auch dieses komische Maschinenframe-Scheißteil. Ja, so, wo, was würde ich jetzt machen? Achso, Furnace. Oder? Nee, diesen komischen Industrial Blast Furnace. Wo ich wieder einen Haufen Scheiße reinstecken muss. Wir brauchen den doch sowieso. Wer es glaubt. Lass mich raten, du brauchst dafür wieder Bauxit. Nö. Aber du kannst. Nö, aber du bringst trotzdem Bauxit mit. Weil wir das irgendwann eh wieder alles brauchen. 9, 8. Ach, so jetzt wieder 2 stinknormale Furnace herstellen. Da geht dann wieder. Ja, Reinforced Iron drauf. Ich habe 2,5 Stacks hergestellt. Mit dem Rezept alleine geht wieder über 1 Stack flöten. Das fuckt mich so ab. Es ist Continuum. Trotzdem. Abgesehen davon. Ne, was anderes hinten. Gibt es nicht eigentlich eine Möglichkeit, hast du noch gemeint, wir sollten die Produktion, die Pumpgeschwindigkeit erhöhen von dem Wasser, weil dann kannst du vielleicht auch irgendwann das Auto und. Nee, dazu brauchst du ja aus Questabschnitt Digital Style des Resonance of the Soul. Vor die Frage, können wir es jetzt schon herstellen ohne Quest? Guck dir das Rezept an. Mehr kann ich dazu gerade eben selber nicht sagen. Wie schauen wir das? Warte. Flop? Nee, gib mal unten @util ein. Das ist nämlich der Resonator. Quartz Enriched Eisen brauchst du dazu. Ach, das brauche ich jetzt auch. Für meine Quest. Moltenlumium, Molten Sludge. Und du brauchst Strom dafür. Kannst du vergessen. Das ist doch die ganze Zeit das, was ich will. Weil für meine Quest darf ich das auch. Heimatland! Ey. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Wehe, das geht noch ins Hör. Nee. 9, 18, 27, 36 von diesen Dingern braucht das Teil. Oh nee. Ich frag mich, wie CO2 das schon geschafft hat. Was? Der hat schon lange Strom. Geh doch mal rüber gucken. Ich weiß,
Ich war ja heute da, der hat schon ewig lang Strom am Efeu. Der hat auch die Teile, die du gerade herstellen willst. Nur wenn ich höre, wie schwer das ist, frage ich mich wie. Du, das ist eine gute Frage. Der ist questmäßig noch nicht so weit, dachte ich eigentlich. Der muss auf jeden Fall die eine Maschine haben. Ich muss erstmal 34 Standard-Machine-Casings herstellen. Ey, das kotzt mich schon wieder an, was hier drauf geht. Bin schon dabei. Machine-Casing, das sind wieder... Ich brauche 34. 34 mal 6? Nee, stopp. Nicht 34, 17 mal 6. Kannst du dir ausrechnen, wie viel Refined Iron Platten ich brauche? Und dann brauche ich nochmal 17 Basic Machine Frame. Das sind insgesamt 9 Refined Iron Plates. Da weißt du Bescheid, was drauf geht, ne? Es ist halt so. Kann man Eisenblöcke nicht schon direkt dazu... Fick dich doch, man kann Eisenblöcke zu Refined Iron Blöcke machen. Ich stelle gleich eh noch 50 Stück her, so. Du wirst aber dasselbe Problem haben, dass irgendwann Wasser ja keinen Bock mehr hat. Das verbraucht sogar weniger. Die Zeit ist zwar ein bisschen länger zum Herstellen, aber verbraucht ein bisschen weniger Wasser. Gut. Warum nicht? So, da ich schon 9 Standard Machine Casing habe, brauche ich nur noch 89, nur noch 27 Stück. 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10. Ne, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28. Ich hab jetzt schon keinen Bock, ey. Ich hab jetzt schon keinen Bock. Warst du soweit eigentlich? Ja, warst du, oder? Locker warst du soweit schon. Wie soweit? Beim alten Projekt. Ja, da war ich weiter. Da war ich ein ganzes Ticken weiter. Gold. Unser Gold geht im Übrigen zur Neige. Und unser Kupfer. Das farbe ich die ganze Zeit. Ja, Gold geht zur Neige. Wir haben nur noch 2 Stacks und 29. Ja, na gut, kann ich mir auch erklären. Wir waren nie wieder auf Höhe 11 Farben. Ich jedenfalls nicht. Ich war immer nur in dem viereckigen Klotz. Und jetzt hier halt etwas drüber wegen. Ich brauche einen Stack Silikon. Ist das schlimm? Wir haben keins mehr. Ich habe ja erst einen Stack verballert. Ich meine, ist das schlimm herzustellen? Ja. Weil in dem einen Ding immer noch deine Ressourcen drin sind. Meine Ressourcen? Haben wir hier irgendwo eine leere Kiste? Ja. Na hier für dein komisches Frame-Teil. Ach so. Die sind, wenn du vor unserem Storage Crate stehst, ganz unten links die zweite. Also neben den Vanillaerzen. Da hab ich das mal hingeballert. Achso, jetzt weiß ich, warum ich den Stahl im Inventar habe. Da war ja was. Die Eimer sind noch nicht ganz voll. Oh, Mann, ey. Null Bock. Null Bock. Gibt es eigentlich schon eine Situation, für die wir Platinium brauchen? Bis jetzt, glaube noch nicht. Wird aber alles noch kommen. Molten Steel. Leck mich fett.
warte da jetzt nicht drauf. So. Die Eimale kommen dahin. Scheiß drauf. Wie viel brauche ich 14? Ich habe 5 Blöcke davon. Und ich brauche noch viel, viel mehr. Jetzt haben wir schon mal 12. Für mich ist es wenigstens ein Trostpflaster. Alles, was wir machen, muss CO2 und Palle auch nochmal machen. Ja, ich werde mir das, oder warte, ich habe ja noch ein bisschen Zeit. Ich gehe mir den Spaß jetzt mal da drüben angucken. Wer hat denn sich hier schon wieder in die Seite reingegraben? Was, wie, wo? Na, hier sind Blöcke frei, wo ich zugebaut hatte, offscreen. Nee, unsere nicht. Standard, anfangs Standardhöhle. Ich war das nicht. Warum mich triggern da oben die kackfliegenden Blöcke? Die müssen irgendwann verschwinden. Die triggern mich zu hart. Normalerweise muss der ja auch schon mindestens die eine Maschine haben. Und so viele Machine Casings. Wenn er nicht so viele Machine Casings verbaut hat, hat er vielleicht noch welche im Inventar. Wenn er die nicht im Inventar hat, dann keine Ahnung, wie er das geschafft hat. Hier, da nehme ich. Ach nee, oder? Scheiße, ist das schon nur die Steam Engine? Ich bin mal gucken. Ich war der Meinung, der hat da diesen RF-Controller schon stehen. Aber ich sehe gerade, der ist gar nicht so teuer. Den können wir auch easy machen, Alk. Ja, du, man kann alles schnell herstellen. Man muss nicht immer nach Quest gehen. Siehe unser Power-Upgrade. Das kommt auch erst ein ganzes Ticken später. Ja, ich meine halt nur, von dem, was er herstellen könnte, können wir es auch herstellen. Das kostet 5 Refined Iron Plate, ein Electronic Circuit, ein bisschen Stahl. Ja, und ja, genau diese Ressourcen, die ich jetzt für andere Sachen gerade brauche. Ich stell's nicht her, keine Sorge. Und die Holzproduktion bei ihm steht auch still, also. Er hat überlegt, ob wir das auch bauen. Er hat den RF-Controller, Liquid Translocator, ein Tank, das. Da ist eine Sink. Ah, die haben hier einen Hopper. Ah. Ernsthaft? Warte mal. Doch, die haben da einen Hopper, der Holzlocks nach unten zu dem Tree Fruit Extractor hauen. Cool. Geht das? Ja, die haben eine Redstone Glock dran mit Hebel. Ach. Okay. Interessant. Wäre vielleicht auch nicht schlecht, dann brauchen wir es auch nicht immer setzen. Ja. Sag mal, kannst du mal bitte gucken, was Liquid Translocator kosten? Ach, das waren die, die wir bekommen haben. Die tauschen nämlich Liquids hin und her. Und er hat ein Industrial Blast Furnace. Ja, er hat auch die ganzen Standard. Die sind aber auch schnell hergestellt. Du, der Kerl war schlau. Ist er immer. Der hat die eine Quest mit den 34 Standard Machine Casings gemacht und hat die hundertprozentig in allen Quests, wo man die Dinger braucht, eingelöst. Weil ich glaube, die Maschine ist die mit den meisten Machine Casings. So spart er sich das Craften von anderen. Das hätten wir auch machen können. Oh, Bauxit. Geklaut. Wie geklaut? Aus dem Kisten geklaut? Nö, aus dem Keller. Da war Bauxit an der Wand. Jetzt ist mein Bauxit. Slash Home.
Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Drück mal, gib mal Slash Home ein. Slash Home. Das ist unfair! Was? Nur weil er OP hat. Nee, wir alle haben einen Cooldown. Erstens das, zweitens, wir müssen 5 Minuten, 5 Sekunden stillstehen, bevor wir teleportiert werden. Okay. Mann, kein Wunder. Weißt du, wie selten ich den nutze? Den Slash-Home-Befehl. Du kannst das eigentlich nur alle 2,5 Minuten verwenden. Ja, zum Beispiel. Ich kann es in der Konfi umändern beim nächsten Mal. Ich habe damit kein Problem. Ne, ich finde das gut, dass es ist, aber sollte eigentlich für alle gelten. Mimi. Gleichberechtigung. Ich nutze das schon nie aus, keine Angst, keine Ahnung. Hast du gerade. Ja, weil du es wolltest, du Knallbirne. So, das. Also, was soll ich jetzt farmen? Oder soll ich überhaupt farmen, wäre so die erste Frage. Warte mal ganz kurz. Ach, da fehlt das Silikon. Bauxit, Kopper, Eisen, Gold, alles mögliche an Ressourcen eigentlich. Entweder Bauxit, Kopper oder Eisen, Gold. Was ist dir lieber? Weil das ist das sind unterschiedliche Bauxit. Okay. Bauxite. Nein, ich vergesse. Zwei noch. Eins. Zwei. Brauche ich noch zwei und damit. Oh, jetzt habe ich gleich die restlichen Dinger davon fertig. Leckt mich am Arsch, ey. Du, das ist die letzte Quest für heute, die ich mache. Wir tun dann zusammen nur noch offscreen ein bisschen farmen. Ich nehme heute keine Folge mehr auf. Das war mir jetzt ein bisschen zu anstrengend und zu blöd. Okay. Oh. Sagt mir doch einer, dass da keine Empty-Zellen mehr drin sind. Das muss ich jetzt aber voll machen, das geht ja so nicht. Das funktioniert ja so nicht. Und 14. Leck mich. Genau ein einziges fehlt. Willst du mich verarschen? Zwei, vier, sechs, 18, 12. Ich dachte, die wolltest du nicht machen. Das war jetzt die letzte Quest für heute. Wobei... Ich mach das Jetpack morgen. Ich habe gerade mal den EFAP-Controller, das EFAP-Upgrade, Power-Upgrade eingelöst. Es fehlt nur noch der Controller. So, jetzt guck ich, da mache ich das zur Not auch noch. EFAP. Controller, das haben wir. Warte mal, das haben wir doch fast alles.
Palim, 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 Lim, Lim. Also, die Platten kann ich instant sofort machen. Das Elektronik-Zirkuit ist auch kein Problem. Du machst die, da kannst du das High-Voltage-Coil machen, das ist ja immersive. Ich. Und das Isolate-Gold-Dingsbums, das ist auch Das Kindergartenkacke-Ding. dauert aber. Ich bin ganz weit hinten in der Mine. Ja, lass dir Zeit. Ich bereite schon mal die anderen zwei Cables dort vor. Die isolierten Goldkabel. Ich brauche das Teil so viel, dieser Controller. Der F-Controller. Ist der so Der teuer? braucht zwei Isolate Gold Cable noch. Ja, aber die sind beide nicht von Immersive. Oder was meintest Der, du? Ah das, ne, das ach, mittlere Voltage. Teil, das mittlere Teil gehört da leider Gottes dazu. Ach, beide joined the game. Ah, übrigens, CO2 hat auch Speicherkapazitäten auf mit Strom. Ja. Und ich brauche nichts. Alle left the Latex. game. Latex haben wir noch. Ein bisschen was da. Gut, die Cable habe ich. Vier Platten. Die anderen kommen auch gleich. So, 1, 2, 3. Falsch. 1, 2, 3. Wir bauen das da oben ran. Bevor ich es vergesse, wir gucken nochmal in die anderen Quests rein. Macht das bitte auch mal. In alle Quests reingucken und überall, wo Standard Machine Casing ist, unten auf Detect Submit. Ah nee, die hast du ja nicht im Inventar. Oh Gott, fuck. Da muss ich die machen, weil ich das jetzt überall soweit schon gemacht habe, wo man die braucht. Kann ich die jetzt hier aufbauen? Das kann doch nicht sein, der wollte 34 haben. Ich habe 34 hergestellt. Oh wow, sag mir jetzt bitte nicht die Mitte. Die Mitte ist einfach hohl. Die Mitte ist ein. Hä? Inkom. Willst du mich jetzt so ganz verarschen? Wo fehlt jetzt so was? Oh nee, was muss denn da rein? Was, wie, wo? Beim Blastfirnis, da muss doch irgendwas rein. Von? Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Irgendwas war das. Irgendwas war das. Ja, Heat, Hitze. Da muss ein Hitzeblock rein. Von welcher Maschine überhaupt? Industrial Blast Furnace. Von Tech Reburn? Ja. Ich dachte nämlich gerade der von Immersive und dachte mir so, hä? So, aber wir müssen gucken, was am meisten Hitze gibt. Lava. Nee.
die gibt nicht so viel Hitze. Da gab es noch irgendwas anderes. Aber es ist das Einfachste gerade für den Anfang. Ich habe keinen Bock, den jedes Mal aufzubauen, weil dann das Ding ist, es könnte kaputt gehen, einige Teile. Das sind alles Lava-Rezepte. Die hat nur 1500 Hitze. Gibt es noch was mit 3500? Womit du dann Enderium-Ingots und Pulverized Obsidian und so weiter wegmachen kannst. Weil jede Hitze hat, mit jeder Hitze kannst du nur gewisse Sachen einschmelzen. Ja, klar. Oder war Lava nur mit 1000? Ich weiß das jetzt nicht auf die Schnelle. Ich war der Meinung 1500. Aber sicher bin ich mir nicht. Heat. Wollen wir mal gucken. Oder wir machen es ganz einfach Fluid. Man hat auch keine Wärmeanzeige wie sonst immer. Das ist ein bisschen Abfuck gerade. Das ganze Projekt ist der Inbegriff von Abfuck. Was passiert, wenn ich da Magma-Blöcke reinsetze? Geht das? Ich versuch's mal, weil die geben ja auch eine gewisse Wärme ab. Ja klar, aber ich glaube nicht, dass die ansatzweise an Lava zum Beispiel schon rankommen von der Hitze her. Nee. Ich muss mit der Pick aufpassen, nicht dass ich zu schnell abbaue und wieder die Dinger kaputt mache. Ja gut, das mit der Flüssigkeit finde ich in der nächsten Folge raus. Fuck,